Willkommen zu einem neuen Video. Flugrost, Teerrest, Anhaftung am kompletten Fahrzeug. Gerade helle Fahrzeuge sind dafür prädestiniert. Nächste Fahrzeug steht hinter mir. Wie ich sie entferne, warum ich sie überhaupt entferne und womit ich sie entferne, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir fahren das Fahrzeug waschen und ich wünsche euch viel Spaß. Legen wir los. Ab geht's. Audi Q2 gewaschen ist er. Wir schnappen uns jetzt mal eine Lampe und verschaffen uns mal einen Überblick vom Lackzustand. Ihr habt ihn schon einmal gesehen, jetzt kann er sich auf jeden Fall wieder sehen lassen. Weißes, strahlendes Fahrzeug. Vorher sah die Geschichte noch ein bisschen anders aus und ich muss auch sagen, wenn das Fahrzeug schwarz wäre, würde die Geschichte auch anders aussehen. Was meine ich damit? Wir halten direkt mal unsere Lampe wieder rauf und hier muss man immer wieder sagen, weiß ist einfach die dankbarste Farbe, was Kratzer angeht. Hier im direkten Licht seht ihr das mal, wir haben hier wirklich vermehrt Waschkratzer, Swirls und Co. drin. Beim schwarzen Fahrzeug würden die deutlich mehr auffallen. Hier draußen im diffusen Licht so gut wie gar nicht, aber im direkten Sonnenlicht sieht man die natürlich auch und deswegen bekommt der hier auch noch eine mehrstufige Politur. Allzu viel ist an dem Fahrzeug gar nicht zu zeigen und darum soll es eigentlich auch gar nicht gehen. Deswegen ist die Kundin eigentlich auch gar nicht hier, denn es geht eigentlich um eine andere Geschichte und das sind die ganzen Anhaftungen am Fahrzeug und dafür ist Weiß leider echt prädestiniert, hier Flugrost, Teerrest, Anhaftung und nicht zu haben, sondern zu sehen und darum geht es eigentlich, deswegen unterhalten wir uns mal drüber, wie man so eine ganzen Geschichten hier runterbekommt. Und somit sind wir beim Hauptthema des Videos, Anhaftung an euren Fahrzeugoberflächen. Warum sind sie da, wie entstehen sie und wie bekommt ihr sie am effektivsten wieder runter und warum solltet ihr das auch so schnell wie möglich tun? Hier das beste Beispiel dafür da, an unserem Audi Q2 war wirklich alles vertreten, was nur dran sein kann. Von oben nach unten gehen wir das Fahrzeug jetzt einmal durch, was wir für Anhaftungen dran hatten und wie ich sie entfernt habe. Wir sehen hier vereinzelt Dellen auf unserer Dach, Motorhauben, Fahrzeugoberfläche und das kann ein Hinweis darauf sein, dass entweder euer Fahrzeug einen Hobelschaden hat, auch nicht schlecht, Hagelschaden hatte, dafür sind es aber viel zu wenig, oder dass wir hier wirklich unter Bäumen parken und das hat der verschmutzte Zustand des Fahrzeugs eigentlich auch widergespiegelt. Wir hatten Lindenblütenanhaftung, wir hatten Baumharz auf dem Fahrzeug, Vogelkot, denn die schießen von oben nach unten runter und wir hatten hier auch noch Marderkot auf den Fahrzeugoberflächen. Wie bekommen wir solche Sachen runter? Und das kann man sagen, alles was man gelebt hat, reinigen wir mit einem alkalischen Reiniger. Sprich, wir gehen in den alkalischen Bereich, der ist zwischen pH-Wert 7 ist normal und 14 ist dann hochalkalisch. Hochalkalisch sagt es schon, denn ich reinige hier mit dem Sonax Intensivcleaner. Das muss ich aber sagen, ist für Privatbedarf nicht so, sage ich mal, geeinigt, denn der pH-Wert ist schon ziemlich hoch. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich, so viel wie möglich von dem Fahrzeug runterzuholen. Wenn ihr Versiegelungen drauf habt, dann setzt doch eher auf einen pH-mildereren Reiniger, also nicht ganz so alkalisch. Zum Beispiel einen ganz normalen Insektenreiniger, der vielleicht pH-Wert 11, 10,5 hat. Das sollte dann gut funktionieren. Insektenreiniger sagt schon, auch organisch kriegen wir damit auch runter. Baumharz ist nochmal ein bisschen anders. Den mit lösemittelhaltigen Reiniger runterholen, entweder Eulex oder ihr nehmt Verdünnung, das funktioniert auch. Da nur darauf achten, dass eure Untergründe lösemittelstabil sind. Sprich, auf Kunststoffteilen auf jeden Fall nicht anwenden, auf unbehandelten Teilen, auf Glasoberflächen und eigentlich ausgehärteten Lackoberflächen ist es nicht das Thema. Ein bisschen was ins Tuch sprühen, abtupfen, das ist wichtig, nicht verreiben, denn dann macht ihr wieder Kratzer. Unsere ganz normalen Vogelkotanhaftungen oder die Exkremente von unserem Marder bekommen wir runter mit dem Sonax Intensivcleaner, allerdings auch hier sehr, sehr hartnäckig. Deswegen machen wir es hier so. Wir tränken unser Tuch, legen es rauf und lassen die ganze Geschichte wirken, tupfen immer wieder, bis die Anhaftungen auch hier runter sind.
Es gibt noch die Alternative für alles, dazu kommen wir allerdings später. Wir gehen erstmal ein Stück weiter runter am Fahrzeug und das sind hier unsere Dichtungsgummis, wo sich hier auch Moos komplett drin gebildet hat. Wird auch daran liegen, wenn man unter Bäumen parkt, schattige Plätze und ja, immer ein feuchtes Gebiet hier unten hat. Habe ich jetzt nicht ernsthaft gesagt, oder? Ihr wisst, was ich meine. Dann bilden sich da irgendwann Pflanzen. Es wird immer geiler. Wie man diese entfernt, natürlich auch mit einem alkalischen Reiniger. Ist auch ein Leben, so eine Pflanze, also auch was Organisches. Alkalischen Reiniger einsprühen, einpinseln und dann mit dem Hochdruckreiniger gründlich ausdampfen. Ich gehe davon aus, dass ihr kein, ja, Trockeneisgerät habt, ansonsten kann man es damit auch entfernen. Gehen wir noch weiter runter an unserem Fahrzeug und das ist der Hauptgrund, warum die Kundin eigentlich ihr Fahrzeug hierher gegeben hat. Auf hellen Fahrzeugen leider immer sehr gut sichtbar, aber auch auf jedem Fahrzeug vertreten. Und das ist unser Industriestaub. Meistens fängt er ab hier an, nach unten hin wird er immer schlimmer und im Heckbereich ist er auch massiv drauf. Das liegt einfach daran, dass es von unserer Fahrbahn aufgewirbelt wird und dass es auch von unseren Bremsen und Co. kommt. Industriestaub, auch umgangssprachlich Flugrost genannt, denn das sind kleine Partikelchen, die anfangen zu rosten und dadurch diese braunen Flecken auf unseren Lackoberflächen machen, gerade auf hellen Lacken, sehr gut sichtbar. Ja, das sind auch die Geschichten, die dann nachher unsere Coatings irgendwo verschließen, was wir erst vor kurzem hatten, dieses Thema. Wie entfernt man sowas? Entweder mit einem sauren Reiniger oder es geht halt auch pH-neutral, wie in dem Fall den ADBL Vampire Liquid Felgenreiniger. Den könnt ihr auch zum Flugrost entfernen nutzen. Ihr seht den Wirkindikator, der arbeitet sehr, sehr schnell, sehr aktiv. Dann warten, bis es richtig schön ins Rote verfärbt ist, abwischen, bei Bedarf wiederholen. Dann haben wir unten noch die Teeranhaftung, klar, von der Fahrbahn, aber auch von unseren Reifen, die mit Lösemittel entfernen und zwar mit einem Silikonentferner oder Tar Remover. Den könnt ihr nämlich genauso gut auch in euren Einstiegen nutzen, wenn ihr Fett an den Scharnieren habt und Co. Damit lässt es sich nämlich auch easygoing entfernen, einsprühen, abdampfen, ready. Freunde, haben wir noch ein paar Anhaftungen dran am Lack? Ich denke nicht. Allerdings gibt es gewerblich noch eine komplett andere Methode, denn das sind alles so Methoden, die chemisch sind. Klar, für Leute, die Versiegelung oder Coating drauf haben, sowieso versuchen, so pH-neutral wie möglich zu reinigen und chemisch die Sachen runterzuholen, bevor man ja mechanische Belastung drauf gibt. Allerdings, bei Leuten, die es gewerblich betreiben, die gehen noch eine Schippe schneller und das ist dann die Waschknete. Denn damit könnt ihr diese Oberflächenanhaftung, Blütenstaubanhaftung, Flugrost, Teerreste und Co. abkneten, eine schöne Lackglätte herstellen und euer Fahrzeug zum Polieren vorbereiten. Und es sagt es schon, zum Polieren vorbereiten, denn Waschknete oder diese ganzen Waschhandschuhe und Co. haben einen Nachteil. Sie hinterlassen wirklich Knetspuren, Wischspuren. Dadurch müsst ihr euer Fahrzeug im Anhang polieren. Haben wir was ausgelassen? Ich denke nicht. Deswegen schmeiße ich mich jetzt ans Fahrzeug ran. Ihr wisst, welche Lösemittel, welche Reiniger ich wo jetzt grob anwende. Falls ich irgendwas vergessen habe, dann haut es einfach in die Kommentare, falls ihr Fragen habt, sprechen wir dann im Nachhinein drüber. Ich würde sagen, ich gebe jetzt Gas, wir schmeißen uns ans Fahrzeug und polieren hier mal die letzten Kratzer raus, sehen uns gleich wieder. Let's go! Audi Q2 ist komplett fertig und somit sind wir wieder am Ende des Videos angelangt. Thema Anhaftung an eurem Fahrzeug haben wir jetzt durchgekaut. Denkt einfach dran, sie so schnell wie möglich von euren Lackoberflächen zu entfernen, denn wenn ihr sie drauf lasst, gerade Vogelkot, Insekten, Lindenblütenstaub oder ja, Kalk, das kann einfach im Nachhinein Schäden verursachen an euren Lackoberflächen, die man dann vielleicht nicht mehr rausbekommt oder nur schwer. Mehr als genug Videos gibt es dafür auf diesem Kanal. Könnt ihr euch gerne angucken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst ein Däumchen da. Falls ihr Fragen habt, haut sie einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, denkt dran, die Abos sind kostenlos. Und wenn ihr das Glöckchen aktiviert, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao.